So, hallo Leute, da sind wir wieder zurück bei Simon Sorcerer. Wir sind immer noch bei dieser blöden Pfütze. Und ich weiß einfach nicht, was dieses blöde Haar hier soll. Ja, schön. Es ist mit Rost überzogen. Ja. Ja, ich weiß. Oh Mann, wir wollen immer noch hier über diese blöde. Ja, über diese blöde Pfütze. Ich gucke hier gerade noch, ob hier noch irgendwas ist, was ich übersehen habe. Und das Boot läuft ja auf Grund auf der anderen Seite. Also irgendwie müssen wir mehr für mehr Wasser sorgen. Geh da rüber. Und das ist irgendwie gerade. Ich bin zu blöd dafür. Liegt vielleicht auch daran, dass ich immer noch müde bin und so. Aber irgendwie passt das hier alles nicht. Schauen wir uns nochmal den Eimer an. Haben wir da vielleicht irgendwas übersehen? Es ist ein rostiger alter Eimer. Ja, können wir den bewegen? Das ergibt doch keinen Sinn. Okay. Wir haben diesen komischen Samen hier auch gefunden. Können aber auch nicht Das essen. verbietet mir mein Diätplan. So, und hier können wir nicht raus, weil hier dieses komische. Da ist ein riesiger, fleischfressender Nager drin. Ich komme raus. Ja, weil da diese Nager ist. Es geht also nur in diese eine Richtung und es scheint auch nicht so, als hätte ich hier irgendwo was vergessen. Es wäre jetzt natürlich super, wenn ich irgendwo was. Ach, das ist ein Stein! Na super, immer diese kleinen Das Steine. ist ein kleiner Kieselstein. Ja, den nehmen wir mit. Ich vergesse immer diese kleinen Steine. Mann, Mann, Mann. Okay, benutze Stein mit H. Das ist das Einzige, was noch irgendwie möglich Das ist. geht doch so nicht. Benutze Stein mit Das Wasserhahn. geht doch so nicht. Benutze Stein mit Samen. Aha. Ich habe sie zu Öl geschlagen. Ah. Okay, wir können den Wasserhahn jetzt ölen. Okay. Das geht doch so Ah, nicht. benutze Öl mit Wasserhahn. Und fall nicht wieder runter, Simon. Ah ja, diesmal stellt er sich ein wenig besser an. Jetzt, wo wir eine Aufgabe haben. Okay. Zu früh gefreut, er ist wieder runtergefallen. Aber immerhin haben wir den blöden Wasserhahn geölt. Und vielleicht können wir das Öl auch für den. Nein, können wir nicht. Ich hatte gehofft, es bleibt jetzt erhalten für den Kühlschrank. Ne, bewege H. Jetzt hoffentlich kommt da ein bisschen Wasser. Ja. Und ab aufs Bötchen. Ab zur Mitte der Pfütze. Wir stechen den See und überqueren das Meer. Das Pfützenmeer. Jetzt ist hoffentlich auch genug Wasser da, dass wir da vorbeikommen. Sieht gut aus. Hurra, wir sind drüber. Hey, warum dreht er sich jetzt um? Wo zum Teufel sind wir denn hier? Ein Frosch, ein angelnder Gartenzwerg. Das erinnert mich alles zu sehr an Alice im Wunderland. Schau an, Frosch. Oh, puh. Ja! Was zum? Ich lebe noch. Aber wo zur Hölle bin ich? Mist, ich bin im Frosch. Wieso hat uns der Frosch gefressen? Verdammt! Lass uns raus! Ja, toll. Ja, danke, dass du uns unsere Klamotten auch wieder gibst. Ja, Simon, das ist echt ein bisschen peinlich hier gerade. So, können wir mit dem Frosch reden? Wahrscheinlich verschluckt er uns. Ah, nee. Ich hatte gedacht, er frisst uns gleich wieder. Entschuldigen Sie mich, ich muss hier vorbei. Hast du Geschichte? Entschuldigen Sie mich, ich muss hier vorbei. Mag er nicht. Frosch. Mag er auch nicht. Dann drohen wir ihm doch mal, wenn wir mal wieder groß Wenn sind. ich wieder groß bin, dann bist du Geschichte. Interessiert ihn auch nicht. Okay, dann gucken wir uns hier erstmal weiter um. Hier ist unser Boot in Richtung Wasserhahn. Da ist immer noch der Gartenzwerg. Frosch. Benutze Stein mit Frosch. Nicht schon wieder. Lass mich raus. Okay. Wir dürfen dem Frosch nicht zu nahe kommen. Ja, jetzt sind wir wieder nackt. Super.
können wir denn sonst noch machen? Verzehre, schließe, öffne, bewege, benutze, rede mit. Muss auch noch irgendwas geben, was man machen kann. Frosch. Ich habe nur den Stein und die Postkarte. Gib Stein, Frosch. Jetzt frisst uns sicher gleich. Nicht ja. Schon wieder! Ah! Lass mich raus! Ja, okay, jetzt sind wir zum Beispiel Pfütze drüber, kommen aber trotzdem nicht weiter, weil uns immer, sobald wir nahe genug rankommen, der Frosch frisst. Jetzt müssen wir irgendwie den Frosch loswerden. Ei. Ja gut, ich stehe einfach drauf, ihn zu demütigen, unseren lieben Simon, ja. Aber hier gibt's auch irgendwie nichts mehr, dann gehen wir doch nochmal Richtung Wasserhahn. Vielleicht haben wir doch noch immer... Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Aber das hier ist auch nur so ein Zwischengebiet, da können wir nichts machen, wie es aussieht. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Beim Wasserhahn. Können wir noch irgendwas mit dem Haar machen? Schau an, Haar. Das ist ein einziges weißes Hundehaar. Okay, nimm Haar. Bringt nichts mehr. Schau an, Wasserhahn. Ein mit Rost überzogener Wasserhahn. Okay, benutze Stein mit... Haar? Das geht doch so nicht. Stein mit Wasserhahn? Das geht doch so nicht. Hochgehen, dann fallen wir wahrscheinlich wieder runter. Wie sollen wir denn diesen blöden Frosch wegkriegen? Wir haben nichts. Hier gibt's auch nirgends was. Ach man, das ist hier wieder... Das ist wieder so typisch, dass ich hier wahrscheinlich irgendwas Wichtiges übersehe, Mitte der Pfütze. Da waren die Samen, da ist der Wasserhahn. Ist vielleicht noch irgendein Stein. Die Schraube würde ich gerne mitnehmen, ja? Na? Da war der Stein und der Eimer. Vielleicht kann ich ja jetzt dieses Viech da rauslocken. Und uns über die Pfütze jagen lassen und dann frisst es vielleicht den Frosch. Da ist ein riesiger, fleischfressender Nager drin. Stein mit... Ich komme raus! Nutze Stein mit... Ja, ich kann auch das Loch nicht anvisieren. Eie, Leute, das gibt's doch nicht. Ist wahrscheinlich jetzt ziemlich langweilig für euch, weil ich hier einfach nur dämlich durch die Gegend renne und versuche irgendwie an diesem Frosch vorbeizukommen. Davor... Na, was ist jetzt hier? Davor mit dem blöden... mit der blöden Pfütze. Die haben wir jetzt... Ja, geschafft, aber jetzt nächstes Problem, Frosch. Wie soll man einen Frosch loswerden, ohne dass man ihm zu nahe kommt? Gut, schauen wir hier nochmal Richtung Wasserhahn. Nichts. Wir müssen ihm was zum Fressen geben. Da war doch was. Da ist doch irgendwas. Warte. Wasser. Schau an. Wasser. Eine kleine Kaulquappe schwimmt da drin. Okay, nimm. Kaulquappe? Ja, wir haben eine Kaulquappe. Sie sieht so richtig sauer aus. Benutze Kaulquappe mit Frosch. Jetzt können wir den Frosch erpressen. Nicht schon wieder! Ah! Lass mich raus! Ja. Das hat nicht geklappt. Dann probieren wir es einfach nochmal mit ihm zu reden. Vielleicht reagiert er darauf, wenn wir ihn, erpressen, seine Kaulquappen zu fressen. Oder mit dem Steine zu zermatschen oder so. Ist ein bisschen grausam, aber wir haben eine Mission zu erfüllen. So, rede mit Frosch. Ich muss vorbei. Hier. Mach den Weg frei oder die Kaulquappe stirbt. Oh yeah. Ich glaube, ich hab's ihm gezeigt. Lässt du die Kaulquappe... Bye bye, kleiner Freund. Okay, wir lassen die Kaulquappe netterweise wieder frei. Gut, Pilz. Ein Pilz. Sehr schön. Den essen wir gleich mal. Das ist ein magischer Pilz mit den Worten "Iss mich darauf". Oh, super. Pilz. Ist alles wie in Alice im Wunderland. Können wir hier weitergehen? Nee, es gibt keinen weiter. Dann verzehre Pilz. Sollten wir wieder groß werden. Ja.
Yes, wir sind wieder groß. Wann ist der Garten klein? Können wir irgendwas machen in dem Garten? Nee, ich glaube, der ganze Garten war nur dafür da, dass wir wieder groß werden. Na super. Schau an. Eine stabile Holztür. Dann machen wir die Tür mal auf und gucken nach dem Nager. Und hindurch mit dir. Ach, da sind wir wieder. Oh, eine lebende Kiste. Hm. Sieht aus wie ein Erdbeben. Ach du. Eine Kiste. Oh Mann. Eine Kiste mit Verstopfung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hau ab. Nein, nicht weglaufen. Ach man, Simon, feige Sau. Schau an. Ich muss doch an der Kiste hier vorbeikommen. Das gibt's doch nicht. Ich hab doch nichts. Tür. Öffne. Tür. Was gibt's hier nichts? Doch, da ist ein Ast. Schau an. Ast. Das ist ein Ast von einem Baum. Ist echt manchmal sehr schwer hier irgendwie zu sehen, wo was ist. Da muss man wirklich noch mit der Maus rüber gehen. Jetzt haben wir einen Ast. So, rein. Simon. Ich hoffe, dieses Ding ist verschwunden. Nein, ist es nicht. So, ich habe eine Idee. Und zwar Ast mit der Kiste. Das ist wie so ein Wachhund. Oder so. Okay, Problem erstmal gelöst. Kiste beißt uns nicht mehr. Ganz typisch. Nein, ich nehme das nicht raus. Oje, okay, wir haben die Kiste irgendwie. Der Ast steckt in seinem Maul. Ja, ist auch gut so. Da beißt es uns wenigstens nicht. Was gibt's hier alles? Die Oberfläche ist stumpf und matt. Ja, nehmen wir mal mit. So ein Schild kann man immer brauchen. Was haben wir noch hier? Lauter Zeug. Eine Axt. Warum machen wir die Axt nicht mit dem da? Oh, Speere. Schau an, Speer. Schau an. Oh Mann. Ich bin echt zu blöd, Sachen anzuklicken. Das ist echt schlimm. Es ist lang und hart mit einem spitzen Ende. Okay, nehmen wir mit. Man weiß ja nie, wann man mal einen Speer brauchen kann. Gut, hier ist eine Statue. Schau an, Statue. Ich würde gerne die Tür aufbekommen, damit wir an unseren ganzen Krempel vor der Tür rankommen. Fertig für die Schlacht! Fertig für die Schlacht. Ja, okay. Vielleicht kann man dem irgendwas geben oder die Statue. Keine Chance, auf diesem Wege zurückzukommen. Ich kann mir die Statue irgendwie bewegen. Mann, die steht da so dumm rum. Das ergibt doch keinen Sinn. Okay, Speer mit Statue. Das geht doch so nicht. Schild mit Statue. Geht das vielleicht? Das geht doch so nicht. Okay, geht nicht. Öffne Tür. Ganz blöd. Die sind magisch und physikalisch versiegelt. Ja und? Du bist ein Zauberer, verdammt. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Gut, man kann wohl runter und man kann raufgehen. Wir gehen mal runter. Folterkammer. Pain? Okay. Okay, Handschellen. Ja, Handschellen. Handschellen? Wie abgefahren. Ja, damit kann man... Sie sind an der Wand befestigt. Ins Bett fesseln. Da oben sind Schrumpfköpfe. Wer immer das war, er hatte eine riesige Nase. Okay. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Benutze Speer mit Schädel? Ich habe keine Ahnung, wofür wir einen Schädel brauchen, aber es ist immer gut, einen zu haben. Boing. Schadet nie, einen Schädel mitzunehmen. Das ist eh immer, ich versuche immer alles mitzunehmen und wahrscheinlich, ja, umgehe ich damit so das ein oder andere Rätsel, weil ich ja dann schon irgendeinen Scheiß dabei habe. Ja, wo ich ihn vielleicht noch gar nicht weiß, wo ich ihn brauche. Hier, Folterinstrumente des Todes. Oh, das ist ja schön. Die nehmen. Ich glaube, ich bin in einer Art Folterkammer. Ach nee, komm, die nehmen wir mit. Ich möchte sie nicht. Ach, feiger Hund. Was gibt's hier noch so? Menschenwürger. Schädelbrecher. Ein Hebel. Das macht mir Angst. Was gibt's hier noch? Okay, schauen wir uns doch mal die Folterinstrumente an. Sieht aus wie ein riesiger Nussknacker. Ein riesiger Nussknacker, ja.
Könnte es durchaus sein. Da ist ein Gerippe, Knochen. Den Menschenwürger. Ich wette, die trocknen damit keine Klamotten. Das glaube ich auch. Da drüben ist ein Kistchen. Da sind nochmal Ketten. Was noch, so ein Schrumpfschädel? Okay, ich würde sagen, wir gehen mal rüber und schauen uns die Kiste an, bevor ich da irgendwas mit dem Hebel mache. Der macht mir nämlich Angst. Ich hoffe, das ist nicht so etwas wie oben. Öffne Kiste? Das ist abgeschlossen. Dann nehmen wir sie halt mit. Ja, die ganze Kiste mitnehmen. Hast ja auch sonst nichts drin. In deinem Täschchen hier. So, Hebel. Schau an, Hebel. Ich glaube, der gehört hier zu diesem Ding mit der Kette dran. Auf jeden Fall macht er mir ein bisschen Angst. Das ist ein Hebel, bereit zum Aktivieren. Okay. Drücken wir den Hebel. Aha. Ein Block. Also ich hatte... Das ist ein Hebel, bereit zum Aktivieren. Ich will mir den Block anschauen. Das ist ein harter Felsbrocken. Okay, wenn wir jetzt hier den Hebel bewegen, dann fällt wahrscheinlich... Okay. Ich habe eine Idee, wie wir die Kiste aufkriegen könnten. Und zwar stellen wir die Kiste einfach auf den Block und knacken sie. Bewege Hebel und kaboom. Autsch. Hat jetzt ganz schön was rausgehauen. Schau an, Kerzen. Davon gibt es insgesamt 8. Okay, nehmen wir mit. Wofür auch immer wir 8 Kerzen brauchen. Jetzt dachte ich hier gerade, dass das irgendwie so eine zermatschte Katze ist oder irgend sowas. Dann wäre es so Schrödingers Katze. Dann wäre sie aber definitiv tot. Jetzt haben wir Kerzen, einen Schädel, Steinblock, ja. Ich muss sagen, ab die Post hier unten sehe ich nichts mehr, was wir machen können. Schauen wir uns also mal oben um. Die Kiste lassen wir mal Kiste sein. Da ist eine Maus. Oder ein Mauseloch. Schauen wir uns doch gleich mal an. Ein Mäuseloch. Das hier sieht aus, als wäre hier irgendwie jemand sehr schlampig. Beutelchen. Ein verdächtig riechendes Säckchen. Das nehmen wir gleich mal mit. Auch was immer da drin sein mag. Öffnen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Es ist bereits offen. Ja, dann schau mal an. Ein verdächtig riechendes Säckchen. Okay, keine Ahnung. Das riecht wie 100 Jahre alter Gorgonzola. Lecker. Gorgonzola. Gibt's auch einen Haufen Kerzen wieder. Ist irgendwie ein spooky Bett, ganz ehrlich. Da war das Loch. Das ist ein Buch. Ein Buch. Bücher sind immer gut. Wir sind ein Zauberer, Bücher sind gut. Ich hebe es besser erstmal auf. Okay. Einpacken. Sich ein Spuddelmagazin. Da steht alles über magische Stäbe. Da steht, dass der einzige Weg, einen Zauberstab zu zerstören, darin besteht, ihn in die feurigen Gruben von Rondor zu werfen. Ah, okay, gut zu wissen. Sollten wir mal einen Zauberstab vernichten müssen, schmeißen wir ihn in irgendwelche feurigen Gruben. Was ist hier noch? Magischer Stab. Finden wir auch gleich einen magischen Stab. Damit kann ich Leute zu Stein verwandeln. Sehr praktisch. Das ist eine Nummer zu groß für Nein, mich. Nicht den Spiegel. Ich will den Stab mitnehmen. Ist doch immer gut, jemanden in Stein verwandeln zu können. Sehr schön. Und jetzt schauen wir uns mal den Spiegel an. Ich kann mein Spiegelbild darin sehen. Hübsch, hässlich. Was ist los? Noch nie einen sprechenden Spiegel gesehen? Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Okay, wir haben einen sprechenden Spiegel gefunden. Hoppala! Ein sprechender Spiegel! Genauer gesagt, ich bin ein magischer Spiegel. Ich kann jede reflektierende Oberfläche der Welt widerspiegeln. Sage mir nur wo und du kannst alles hören und sehen, als wärst du live dabei. Das ist natürlich geil. Dann bist du so eine Art Mini-Spion? Ich bevorzuge das Wort Überwachung. So, Nick benutzt mich für seine finsteren Pläne. Er ist ein Grobian. Weißt du, wie lange es her ist, seit ich meine letzte Politur hatte? Er behandelt mich wie einen Sklaven. Ich habe auch Gefühle, weißt du? Ja, warum auch nicht? Aber wie es mit dem Spiegel weitergeht und was wir vielleicht möglicherweise in den oberen Stockwerken finden, das sehen wir in der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch viel Spaß, was auch immer ihr macht.
Ja, heute, wo ich aufnehme, am Samstag, ist das Wetter, ja, es geht. Eigentlich gar nicht schlecht. Vorher hat es mal geregnet. Auf jeden Fall viel Spaß heute noch an diesem Samstag. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Wahrscheinlich an einem Freitag oder so. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.